Hallo, ihr Leseratten, willkommen zum nächsten Montagsmeeting mit kleinen Startschwierigkeiten. Ja, diesmal habe ich es nicht vergessen wie letzte Woche. Und ich habe so ein bisschen was aufgeschrieben, was ich heute erzählen will. Also, das ist ein bisschen mehr als eine der vier Seiten. Ich kann halt nicht reden, heute ist Montag. Ja, und zwar zeige ich erstmal meine Neuzugänge. Ja, der Monat April wird auf jeden Fall nicht 90 frei. Und zwar kam am, lass mich kurz gucken, am 3. April. Danke. Am 3. April das erste neue Buch bei mir an. Eins, das ich nicht erwartet habe, nicht angefordert habe oder sonst irgendwas. Also es kam einfach hier an. Und zwar ist das So finster, so kalt von Diana Menchik. Ja, ist eine Hänsel- und Gretel-Adaption, und zwar in Thriller-Form. Und hier hinten steht ein, was geschah wirklich im Knusperhäuschen. Ich bin ja nicht so der Märchen-Fan, aber das, was da hinten drauf steht, als Klappentext, klingt schon sehr interessant und ich bin auch dann sehr gespannt, wie es in dem Buch umgesetzt wird. Jo, also das Cover gefällt mir auch sehr gut. Muss ich ja mal so, also packe ich das jetzt hin, jetzt ist das irgendwie alles voll. So, gut. Dann habe ich, wie fängt man diesen Satz nochmal an? Ganz nach vorne. Ich hatte zum Geburtstag Gutscheine bekommen von Kaufhof und war letzten Freitag, bei Kaufhof und wollte diese Gutscheine einlösen. Habe aber nicht wirklich was gefunden, also blieb es bei einem Buch. Ja, ich habe mir ein Buch gekauft tatsächlich. Und die Auswahl war da auch gar nicht so massig. Da waren zwar ein paar Reihen, die mich interessierten, aber immer nicht. Ich wusste nicht, welchen Band ich brauche. Oder der erste war nicht da, weil den ich brauche, den hatte ich da. Also wurde es ein ganz anderes Buch. Ich habe mich zwischen zwei erst nicht entscheiden können und habe mich dann aber letztendlich für das Buch entschieden, was ich euch jetzt zeige. Und zwar Soul Beach, frostiges Paradies. Das ist ja auch so ein virtuelle Welt-Ding und ich finde das ja toll mit Computerspielen oder Computer generell. Und das hat ja auch damit was zu tun und deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Und da gibt es ja auch schon den zweiten Band, habe ich gesehen. Also der war jetzt nicht da, aber ich habe es bei anderen schon in Videos gesehen. Ja, mal sehen, wie das ist. Flug. So. Und einen Tag später beim Wocheneinkauf hat mein Vater mir ein Buch spendiert, und zwar ein Mängelexemplar. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel es gekostet hat. 3 Euro irgendwas. Und zwar die 13. Stunde von Richard Dutch. Ist das ein Deutscher? Ich hab keine Ahnung. Nein, es ist ein Engländer anscheinend, also aus dem Englischen zumindest. Also, wie spricht man denn Deutsch aus? Deutsch? Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, dieses Buch steht auch schon auf meiner Wunschliste eine ganze Weile, nachdem ich das erste Mal davon gehört habe und bin auch da, wie bei allen Büchern, sehr gespannt. Gut. Dann war gestern ein furchtbarer Tag. Es ging irgendwie alles ein bisschen runter drüber. Warum, wieso, weshalb später? Und wir waren dann auch noch auf einem Flohmarkt. Und da gab es, wie sollte es anders sein, Bücher. 2 Stück an einem Stand. Und ich habe, also die mich interessierten. Und ich habe sie beide mitgenommen. Und zwar einmal Jussi Adler Olsen Erbarmen. Wenn ich ein bisschen leise spreche, tut mir leid. Ja, der erste Band dieser Reihe, der auch verfilmt wurde. Und ich möchte dieses Buch unbedingt vor dem Film sehen. Also ich habe den Film noch nicht gesehen. So. Ich weiß sogar nicht, läuft der überhaupt noch im Kino. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Oder ist der überhaupt schon? Keine Ahnung. Ich bin ja kein Kinogänger. Obwohl sich das auch in diesem Jahr anscheinend einmal ändern wird. Ja. Also, dieses Buch habe ich mitgenommen für 2 Euro. Das nächste hat auch 2 Euro gekostet übrigens. Und zwar gab es am gleichen Stand noch Hexenkind von Sabine Tiesler. Ich habe ja auch schon Der Kindersammler hier noch nicht gelesen. Aber ich dachte mir, warum nicht? Vielleicht ist es ja auch nicht schlecht. Ja. Mal gucken, mal gucken. So, das waren meine Neuzugänge an Büchern. Dann habe ich noch etwas, was ich weiß nicht, ob ich das davor schon hier hatte oder ob das
zwischendrin erst kam. Und ich vergessen habe zu zeigen. Keine Ahnung. Ich habe mir jeweils eine DVD-Box gekauft. Was im weitesten Sinne etwas mit Büchern zu tun hat. Und zwar Morde in Fjällbacka von Camilla Läckberg. Ich habe zwei Folgen davon schon auf ZDF Neo gesehen. Wobei ich die online sehen musste, weil auf dem Fernseher irgendwie davor noch was anderes war. Also anderer Sender. Und ja, dachte erst, die haben mit den Büchern nichts zu tun, sondern einfach nur spielen halt in der, spielen halt da zur gleichen Zeit, wie auch immer. Allerdings habe ich dann hier die erste Folge gesehen und habe festgestellt, dass die erste Folge hier, es sind übrigens sechs insgesamt, die erste Folge hier ist das sechste Buch. Ja. So viel dazu. Also nicht weiter gucken, ehe ich die Bücher gelesen habe, habe ich dann für mich beschlossen. Ja, ansonsten finde ich diese Verfilmungen ziemlich gut gelungen. Das sind halt schwedische Verfilmungen direkt. Und ja, finde ich sehr gut. Genau. So, dann habe ich noch einen Neuzugang, ebenfalls vom Flohmarkt. Und zwar haben wir da gefunden... Sieht man das? Ja, dieses schöne 3D-Bild. Also, ich weiß nicht, sieht man das irgendwie so? Vielleicht? Oder so? Vielleicht? Also sieht man das gleich ein bisschen besser. Also es ist so ein 3D-Bild. Das werden wir irgendwo aufhängen. Erstmal über die Tür vom Wohnzimmer. Das heißt, jeder, der reinkommt, wird dieses Bild sehen. Und ich finde es einfach so toll, weil hier halt ein, da, halt ein Buch ist, eine Kerze und eine Feder und ja. Okay. So. So, das war jetzt wirklich meine Neuzugänge. Warum bin ich jetzt so hell? Alles klar, geht wieder. Dann wollte ich euch natürlich auch erzählen, was ich gerade lese. Ich habe festgestellt, dass ich diesen Monat noch nicht ein einziges Buch ausgelesen habe. Ich muss mich ein bisschen umdisponieren, um das seht so. Ja, das ist ein bisschen frustrierend. Und ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich akuten Zeitmangel. Jedenfalls habe ich erst einmal mit Schattenturm pausiert. Weil es immer noch nicht wirklich spannend ist. Ich bin also jetzt ungefähr in der Hälfte. Aber ich habe es erstmal zur Seite gepackt. Warum, wieso, weshalb, kommen wir gleich zu. Aber gerade fesselt es mich nicht so. Es kommt dann auf jeden Fall nachher dran. Und ich lese auch immer noch in Taberna Libraria. Ist immer noch nicht meine Ausgabe, die ich habe, weil ich das nicht aus der Hülle holen will. Da fehlen mir nur noch 100 irgendwas Seiten, also gar nicht mal so viel, aber irgendwie letzte Woche konnte ich nicht lesen unterwegs, weil die Strecke kürzer war, wir sind ausgelagert worden, mussten also woanders hin und da war im Bus lesen, das hat sich nicht gelohnt für 20 Minuten oder weniger, das war ein bisschen blödsinnig. So, dafür habe ich ja am Samstag, müsste das gewesen sein. War das Samstag? Ich glaube Samstag. Samstag früh müsste ich ein Foto gepostet haben, das blende ich euch jetzt mal schnell hier ein. Und habe euch gefragt, was ich gerade lese, wer das denn weiß. Ich habe eine Antwort darauf bekommen, könnte Tintenherz sein. Es ist nicht Tintenherz. Tintenherz ist bei mir bereits gelesen, steht da oben im Regal. Wobei ich Tintentod nicht mehr lesen müsste, aber nein, es war nicht Tintenherz. Es ist Soul Beach. Ich habe mir auch überlegt, dass ich so ein kleines Bildchen von Büchern, was ich gerade lese, öfter machen werde. Entweder ein Stückchen vom Cover oder eben wie jetzt denn eine Kapitelüberschrift oder so, wenn die eben besonders gestaltet sind oder so, oder man es vielleicht erraten könnte. Also nicht zum Beispiel Kapitel 1, ganz normale Schrift oder sowas. Ja, muss man dann mal schauen. Wie findet ihr die Idee überhaupt? Also das könnte man ja auch mal schreiben, das wäre mal interessant. Ja, jedenfalls lese ich gerade Soul Beach und ich muss sagen, dass dieses Buch sich auch super liest. Also ich bin jetzt schon auf 100 Seiten. Habe aber jetzt inzwischen nicht so viel gelesen, weil keine Zeit und so, aber alles ein bisschen chaotisch, gerade dieser Monat. Aber gut, ansonsten ist es ein tolles Buch bisher, finde ich. Und mal gucken, wie es weitergeht. Da bin ich wirklich gespannt. Wann bin ich mal nicht gespannt auf ein Buch? Ach, bei Schattenturm, da bin ich nicht gespannt, wie es weitergeht, weil irgendwie fesselt mich das nicht. Ja, wo wir gerade bei Büchern sind, jetzt habe ich das Buch natürlich wieder nicht hier. Das ist ja typisch. Hier. Wow. So. Zack. Ach, das ist alles kompliziert hier heute wieder.
danke. ich habe gestern eine Rezension zu diesem Buch online gestellt auf meinem Blog. Und ich habe euch aufgefordert, mir Fragen zu stellen an diesen Autor. Wenn ihr also irgendwas wissen wollt über diesen Autor, weil er hat sich bereit erklärt für ein Interview, dann könnt ihr diese Fragen entweder jetzt hier unter dieses Video stellen oder unter dem Blogpost zu dieser Rezension. Die verlinke ich euch in der Infobox. Und zwar bis Sonntag. Nee, bis Samstag. Sonntag? Ach, ich weiß nicht. Irgendein Datum habe ich da angegeben. Könnt ihr mal schauen. Steht da auf jeden Fall drin. Und dann werde ich dem Autor die Fragen stellen und ein Interview daraus machen. Genau. So, das wäre dann dies. So. Ich bin ein bisschen heute, oder? Keine Ahnung. Gut, dann wollte ich euch noch ein bisschen erzählen, was jetzt in zwei Wochen so los war. Die vorletzte Woche war eigentlich, außer dass wir ausgelagert wurden von der Umschulung, alles soweit schicki. Wir haben jetzt gerade kaufmännisches Rechnen. Und auch so läuft in der Umschulung alles momentan noch. Ich hoffe, es bleibt so. Optimal. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ist alles schick, alles schön. Ich gehe auch gerne hin. Ja. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben jetzt am Donnerstag die nächste Klausur im kaufmännischen Rechnen. Bis auf ein paar Schusslichkeitsfehler und ein paar komische Dreisätze und ein bisschen Prozentrechnen, was mir Schwierigkeiten bereitet, ist alles ziemlich gut. Es ist ja nicht mal Schusslichkeitsfehler, was ich denn natürlich nicht hoffe. Ja, mal gucken, mal gucken. So, dann habe ich wieder was vergessen. Das muss ich tatsächlich Pause machen, weil ich muss in die Küche. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich musste nämlich noch eine Dose holen, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Denn ich habe heute mal einen Tipp für Teeliebhaber. Allerdings momentan nur Teeliebhaber aus Berlin. Weil Online-Shop haben sie noch nicht. Der wird erst Ende April eröffnet quasi. Und zwar Tee von Tea Tales. Das hier. Und zwar habe ich... wo geht es denn jetzt hier? So, da. Blueberry Cupcake, wenn das mal scharf stellen würde, wäre das natürlich auch super. Wenn meine Fratze aus dem Bild, dann kann man das vielleicht eher sehen. Also immer dieser Zoom. Das Problem haben ja alle. Hallo! Ich möchte das bitte lesen können. Bin scharf. Sag mal. Das hackt's aber hier, oder was? Naja, ich glaube doch, dass es Blueberry Cupcake heißt, oder? Jedenfalls, wenn man dran riecht, ja. Ich meine, es riecht schon durch die Dose durch, aber wenn man daran riecht, denkt man schon so, ja, sehr blueberry auf jeden Fall. Cupcake, naja. Wenn man es dann aber trinkt, dann schmeckt es wirklich nach Blueberry Cupcake. Ich habe mir schon gedacht, so, wie wollen die das machen? Und das schmeckt da bestimmt total komisch und übersüßt und so weiter. Ich finde, dass dieses Teil sowas von lecker ist. Und ich muss mal gucken, ob ich noch mehr Sorten hier holen werde. Aber so eine kleine Dose kostet schon mal 5 Euro. Also es ist nicht gerade günstig, würde ich sagen. Das sind jetzt hier 29 Gramm. Es gibt auch noch so einen großen. Keine Ahnung, wie groß die das sind. Ich habe es nur auf dem Foto bis jetzt gesehen, weil ich das hier mitbekomme. Also meine Mutter hat mir das gekauft, als sie da war. Wo das ist, sage ich euch gleich. Und ja, die großen kosten irgendwie zwischen 8,95 und 12,95, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, und wie gesagt, ab April auch online unter teatales.de. Genau. Und in Berlin findet ihr es derzeit im Bikinihaus, dieses neu eröffnete Einkaufszentrum, wo auch diese Boxen sind, wo sich neue Shops quasi für eine Zeit lang einmieten können, um dann ihre Produkte vorzustellen. In dem Fall ist es dann eine Teebar, also eine Teebar, so wie Starbucks für Tee eben. Die haben auch Snacks und so weiter und ja, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Und es schmeckt super lecker. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Ach so, und der Name ist tatsächlich Programm, würde ich sagen, das hält mir, was verspricht. So, zack, die Hops. So, dann habe ich überlegt, so ein bisschen Auflockerungszeug, wenn ich mal wieder nichts weiß, was ich sagen soll oder so, könnte man ja von der vergangenen Woche immer so ein paar Videoschnipsel machen. Also wenn jetzt irgendwas Besonderes war oder irgendwas, was ich euch unbedingt zeigen will, was weiß ich, was in der Woche so los war, was nicht unbedingt mit Büchern zu tun hat, dann paps ich euch hier mal so ein paar Videoschnipsel rein, dachte ich mir. Wenn ihr das blöd findet, sagt Bescheid. Ja,
aber ansonsten würde ich das gerne machen wollen. Und zwar waren wir am Samstag beim Bowling. Und ich habe meinen Vater gebeten, mich dabei zu filmen, wie ich denn gerade werfe. Ja, es gibt zwei Videoschnipsel in dem Fall. Der erste Videoschnipsel ist nämlich völlig in die Hose gegangen, weil ich bin ja dann völlig irritiert wegen meinem Handy, also Film. Mhm. Alle starren dann auf mich und so und dann gab es natürlich erstmal das hier. Ja, es war eine Ratte. Definitiv. Da lässt sie nicht rütteln. Aber eine Anwurfratte. Anwurfratte heißt, wenn alle Pins noch stehen und dann eine Ratte ist. Der zweite Wurf, also nach der Anwurfratte direkt, war das schon etwas besser. Bitte sehr. Ja, so sollte es denn eigentlich sein, nicht? Nein, egal. War gestern, nein, war am Samstag eh nicht mein Tag. Ich habe Haushoch verloren. Ja, so ist das eben manchmal. Ne? Dann waren wir gestern, ursprünglich wollten wir zum Hafenfest. Wir waren auch da, aber irgendwie war das sehr enttäuschend, weil es waren kaum Buden da, der Rummel hatte auch noch nicht offen. Das einzig Positive da war die Waffel, die ich da gegessen habe. Die war ja sowas von lecker. Ich habe noch nie so eine leckere Waffel gegessen, glaube ich. Keine Ahnung, aber selten. Meistens sind das dann so, also wenn man da Waffeln holt, also sind sie so eine viereckigen und die schmecken manchmal nach nichts. Aber die Waffel war eben so groß und herzförmig und wirklich so dick und so lecker. Puderzucker obendrauf und ja, nach dem und da ich ja dachte, wir fahren jetzt irgendwo hin, wo ich nicht filmen kann oder sonst was, weil ich endlich auf diesem Fest dann eben auch so ein Videoschnitzel machen wollte, habe ich dann eben mal ein bisschen, naja, so Sehenswürdigkeiten von Potsdam gefilmt. Das letzte, was im Bild ist, ist das Potsdamer Schloss oder das neue Potsdamer Schloss, irgendwie so in dem Dreh, was die anderen jetzt genau sind. Ich kenne mich da nicht ganz so gut aus, aber ich dachte mir, das ist vielleicht mal ein Videochen wert. Viel Spaß! Danach sind wir dann nach Beditz gefahren zum Jakobshof und haben niedliche kleine rote Geschöpfe besucht, und zwar diese hier. Die Erdbeerteddys, die da überall rumstehen. Es stehen auch riesengroße Erdbeeren rum oder so eine, ich glaube es sind immer nur zwei oder drei Strünke Spargel und so. Ich bin ja kein Spargelfan, also wir haben da gegessen und es gab tatsächlich nur zwei Gerichte ohne Spargel. Das fand ich etwas sehr... Ich bin auch satt von der Waffel. Was Großes wollte ich eh nicht. Ich will endlich nur einen Salat essen. Aber es gab nicht mal einen gemischten Salat ohne Spargel. Also habe ich dann gegessen ein Gemüsecrepe. Ich bin auch froh, dass ich mich davor nicht für einen Crepe entschieden habe, sondern für eine Waffel. Gemüsecrepe. Und ja, der war richtig lecker. Also ich habe nie Gemüsecrepe gegessen, also gefüllt. Ne? Und der war richtig gut. Ja, muss ich mal sagen. Und auf diesem Jakobshof war ja eben auch dieser Flohmarkt auf dem Parkplatz, wo ich die Bücher und das Bild eben her habe. Ja. Warum kommen jetzt nicht mehr Videostimmen, sondern nur vom Wochenende? Weil mir am Wochenende erst die Idee gekommen ist. Ja, heute gibt es kein Videostimmen, heute gibt es ein ganzes Video, deswegen, ne, lohnt es nicht. Noch irgendwas, war eh nichts Besonderes, von daher. Bin zur Umschulung gefahren und das war's. Ja, also das Wetter heute total verrückt spät. Das war euch auch so. Sonne. Regen, Sonne, Hagel, Sonne, Regen, Sturm. Ja. Okay, ich denke, das war's denn generell. Wir werden jetzt erstmal wahrscheinlich was essen. Ich habe Hunger. Ja, okay. Dann wünsche ich euch einen tollen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis denn. Bye. Ja, und danach sind wir dann noch zum Jakobshof gefahren nach Beditz und ja, da haben wir dann diese lustigen kleinen Geschöpfe hier besucht, quasi die Erdbeer-Teddys. Ja, und da war eben auch dieser Flohmarkt auf dem Parkplatz und wo ich dann die Bücher und das Bild und so, ja. Ach so, ich habe ja vergessen, dass ich beim... Okay, das muss ich rausschneiden.
ganz schlau.